Leute, was geht? Ich bin's, der Gamefuchs. Wer mich noch nicht kennt, ich mache Flohmarkt-Videos, Retro-Börsen-Videos, Gameplays, sozusagen Let's Plays, Livestreams auf Englisch. Und jetzt gehe ich Gott sei Dank mal wieder in einen Brocki, in einen An- und Verkauf in der Schweiz. Natürlich würde ich auch da ein bisschen filmen mit meiner Spycam und schauen, ob ich was finde. Dadurch, dass jetzt halt die Grenze 2 Monate zu waren, bin ich mal echt gespannt, ob es da was gibt zu finden. Natürlich von Videospieltechnisch was oder Steelbooks-mäßiges. Vielleicht finde ich auch mal da Spielzeug. Das war eigentlich irgendwie selten so, dass ich mal was Spielzeugmäßiges da gefunden habe. Ich möchte mal gucken, ob es auch mal Nintendo-Spiele irgendwo in einem gibt, weil es kann ja nicht sein, Leute tun ja halt auch Sachen dort abgeben, wie so ein An- und Verkauf, halt wie ein Verkauf, wo halt die Leute was hinbringen zu verschenken oder so. Und ja, ich bin halt mal sehr gespannt, ob ich da was finde. Und wir sehen uns gleich dort. In dem ersten Brocki habe ich gefunden, den Film The Chaser. Es ist ein Steelbook, das Steelbook wird aber wieder gehen. The Hitcher mit John Bean, der Film wird bleiben als Steelbook, der ist richtig cool, der gefällt mir, der bleibt. Und Kill Bill Volume 2, das bleibt auch. Davon habe ich mal was gefunden, das war auf dem Flohmarkt hier in Singen. Das war ein Bild, ein dreiteiliges mit Kill Bill, das habe ich noch hier im Schrank. Aber das Bild werde ich eventuell mal abgeben, vielleicht zeige ich das auch mal irgendwann. Das bleibt.
Im nächsten Brocki gab es 8 Blickwinkel für die DVD. Ich habe schon die ganzen Aufkleber abgemacht, was ich auch immer ganz interessant finde. Innen drin sieht man ein bisschen immer was bildlich. Schau immer cool bei den Steelbooks. Und dann habe ich noch für meinen Kollegen Hausi was mitgenommen. Das ist nichts anderes als Resident Evil Revelations. Kann man mitnehmen für 4 Franken. Das sind umgerechnet 3,50 Euro. Ja, komplett kommt es glaube ich nicht, weil ich glaube, da gehört natürlich noch eine Anleitung dazu. Aber ich meine, es ist ein Geschenk und deswegen passt es auch. Das, was ich jetzt vom nächsten Brocki habe, das hat meine Kollegin gefunden. Das habe ich jetzt leider nicht auf Bild. Das wäre jetzt einmal für die Blu-ray Safe House, Hostel Steelbook, Deep Ocean Steelbook mit 3D-Cover. Das interessiert mich auf jeden Fall. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und eine Action Collection, da sind irgendwie 8 oder 10 Filme drauf. Wie man hier so sehen kann, 8 bis 10 Filme. Das geht aber auf jeden Fall weiter. So, dann kommen wir jetzt noch zu einem Brocki, wo ich auch was sehr Schönes gefunden habe. Da zeige ich euch dann jetzt ein bisschen so das Footage. Wie viel? 10. Okay, das muss ich mir überlegen. Also in dem Brocki habe ich bis Abstand so den meisten Schnäppchen gemacht. Alles, was ich jetzt zeige, habe ich 17 Franken gezahlt und das kann sich sehen lassen. Den hier habe ich schon, der kann weitergehen, der ist für Steelbook Ice Age 2. Den gab es noch als Steelbook, richtig cool. Dann habe ich noch Born Ultimatum als Steelbook bekommen, das ist aber auch noch die DVD-Version, was eigentlich gar nicht zum Verkauf stehen darf. Ist nur irgendwie Rentals, darf man eigentlich nur verleihen, habe ich aber trotzdem bekommen. Kommt leider nicht so schön in Zustand, wie man vorne sieht, aber ich meine, für den Franken nehme ich das mit. Dann gab es noch den Film 21. Über Pans Labyrinth habe ich mich sehr gefreut, der Film ist richtig geil. Und dann auch noch so ein geiles Steelbook, kann man mitnehmen für den Franken. Des Weiteren habe ich noch für die Xbox 360 Borderlands 2 gefunden. Kommt mit einem schönen Pappschuber. Sehr schön. Und natürlich auch komplett. Das hat mich mal riesig gefreut. Das hat, glaube ich, jetzt 2 Franken gekostet. Kann man natürlich auch mal machen. Kann man auch mitnehmen. Sowas darf in keiner Sammlung fehlen. Bei mir ist es aber zum Tausch, weil ich zocke ja Borderlands nicht. Auf jeden Fall, falls jemand von euch gefällt, könnt ihr mir gerne schreiben. Des Weiteren habe ich da was gefunden, was ich eigentlich schon in meiner Sammlung habe, aber ich habe gedacht, für 4 Franken lasse ich das nicht liegen. Das wäre die Legacy Alien Collection, die habe ich schon bei mir hinten im Regal stehen. Die geht an meinen Kollegen Hausi. Richtig schön. Da fehlt nur vorne normalerweise so ein Blatt, wo man noch reinschiebt, dass hinten halt zu ist. Aber ansonsten sehr schöne Collectors Edition, also halt Legacy Edition. Dann kommen wir jetzt mal zum besten Teil, was ich jetzt hier gefunden habe. Ich habe zuerst gedacht, Wolfenstein. Also
Wolfenstein für den PC. Ich sammle ja nichts für den PC. Das würde nachher eher zum Tausch gehen gegen eine Big Box von Alien oder Alien vs. Predator Teil 1 oder 2. Falls jemand Interesse hat, würde ich das auf jeden Fall gegen so eins tauschen. Ja, es ist ziemlich cool. Man sieht ein bisschen was davon. Klar, hat ein bisschen Gebrauchsspuren. Ist auch normal. Ich meine, für eine PC-Version darf das auch mal haben. Dann waren noch diese zwei Teile mit drin. Das habe ich ja später gesehen, dass die gar nicht in diese Box reingehören. Das ist einmal ganz normal das Wolfenstein und The New Order. Die gehören auf jeden Fall, glaube ich, in diese Box nicht mit rein. Aber was da reingehört, ist natürlich diese Anleitung. Und natürlich die CD vom Spiel, was man natürlich auch sehen kann. Haben wir hier. Ist auch schön drinne, richtig schön, ohne Kratzer. Aber ich vermute mal, weil ich habe ein bisschen gescrollt bei eBay, da habe ich asiatische Versionen für 250 Sofortkauf gesehen. Natürlich gehe ich danach nicht. Ich vermute aber trotzdem mal, dass bei dieser Edition so eventuell ein, zwei Flyer noch fehlen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber falls jemand natürlich an dieser Box Interesse hat, kann er mir gerne schreiben als Tausch gegen etwas, was ich suche natürlich. Des Weiteren habe ich auch noch ein paar Facebook-Deals gemacht, auch was Steelbooks betrifft. Es tut mir leid, Leute, dass jetzt auch Steelbooks kommen, aber es kommen natürlich auch wieder mehr Spiele, wenn ich natürlich auch was finde, was lohnenswert ist. Und ja, das zeige ich dann natürlich auch. Ja, was dieser Facebook-Deal war jetzt, also ich habe einen Lot von 25 Blu-ray-Filme gekauft für 25 Euro. Er wollte es mir nicht einzeln verkaufen. Ich habe gesagt, du, ich zahle dir für das Tekken hier einen Fünfer für die Blu-ray. Er wollte es aber nur zusammen verkaufen. Ich habe es halt in Paket jetzt gekauft mit Tekken. Und wegen dem neuen Ninja Turtles Film als Steelbook. Die anderen, ja, die sind halt jetzt bei mir im Regal. Die werden natürlich dann mal irgendwann angeboten als Tausch oder so. Nur wegen diesen zwei Steelbooks wollte ich eigentlich dieses Lot haben. Des Weiteren gab es noch von meinem guten Kollegen Mario ein paar Geschenke. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass du mir sie einfach so geschenkt hast. Weil ich habe ihm was gebracht. Er hat gesagt, du fahrst ja auch immer zu mir und jetzt schenke ich dir halt mal was. Für die DVD gab es natürlich ein Steelbook The Expendables. Dann das habe ich schon für Blu-ray. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt eine ungeschnittene Version ist. Das könnte der Peter wissen. Spartacus. Cloverfield, das bleibt auf jeden Fall das Steelbook. Mutant Chronicles ist auch ein sehr empfehlenswerter Titel. Und natürlich mit dem Film Kevin Bacon, Death Sentence, wo sein Sohn auf brutalster Art und Weise wird in dem Film. Und er tut natürlich Rache üben. Das habe ich zweimal, da geht eins, aber das ist schon für meinen Kollegen. Und Mel Gibson, The Patriot. Also zu der Zeit war der Film richtig cool, aber jetzt, der geht auf jeden Fall zum Tausch. Dann hatte ich natürlich noch einen einzigen Kleinanzeigenfund. Ich dachte mir so, da stimmt was nicht. Das Steelbook geht nochmal so für 50 Euro weg. Wieso wird das für einen Zehner angeboten? Ich habe 15 Euro gesendet. Daraufhin habe ich nochmal ein paar Euro zurückgesendet bekommen, weil halt ein anderer Versand ausgemacht war. Und der Typ war tatsächlich noch so nett und hat es mir natürlich dann sozusagen zurückgesendet, obwohl ich es per PayPal Freunde geschickt habe. Das fand ich sehr, sehr schöner Zug von ihm, weil andere hätte es vielleicht einbehalten und ich fand es richtig cool. Da geht es um nichts anderes als das Steelbook, das hatte ich letztes Mal erwähnt, wo ich dieses Ei gekriegt habe mit dieser fetten Edition. Wieso dieses Steelbook ausgerechnet nicht in dieser Edition ist, bleibt mir ein Rätsel. Ich vermute mal einfach, weil es sich einfach besser verkaufen lässt, einzeln. Ja, jetzt habe ich es halt hier bekommen. Es sind alle 6 Filme drin, links und rechts sind jeweils 3. Und das Steelbook habe ich für 10 Euro ergattert. Richtig cool. Und ja, was will man eigentlich da mehr sagen? In den nächsten Wochen wird dann natürlich wieder richtig was kommen. Flohmarktmäßiges oder auch Brocki-mäßiges, wenn ich in die An- und Verkaufsläden gehe. Oder auch mal Mediamarkt-Durchgänge mache oder Kleinanzeigen, Pickup-Deals. Je nachdem, was halt alles kommt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Ein Abo wäre natürlich auch richtig geil. Und wir sehen uns, euer Gamefuchs.